Schlafen? Jo. Zwei Wisselkräuter und schon wieder geweckt. Ich glaube, ich habe was gehört. Und auch gleich wieder ein Kampf. Diesmal Räuber. Okay. Kampf berechnen und sogar Magie benutzen, weil die war ein wenig härter. Oh, Talana. Das sah gar nicht gut aus. Also vielleicht sollte ich das bei den Räubern doch nicht berechnen lassen. Also ich weiß, sie waren härter als Ork, aber so viel härter? Na gut, zwei Schwerter, Kurzbogen und vier Pfeile. Vier einzelne Pfeile. Ja, Talana sollte sofort verarztet werden. Oh, Yallen hat eine neue Stufe erreicht. Sehr schön. Also hat sie doch nicht so viel verpasst im Vex-Tempel. Wir wollen natürlich alles von Hand machen. Wir würden gerne die Körperkraft steigern, damit sie mehr tragen kann. Wir würden gerne versuchen... Also Aberglaube wäre natürlich ideal auf 2 zu bekommen, aber das ist unrealistisch. Wir senken bei ihr mal die Neugier. Gelungen. Wir haben 7 Punkte zur Verteilung. Das ist sehr schön. Dann nehmen wir doch mal 3 auf die Lebensenergie. Und dann die anderen 4 auf die Astralenergie. So, wir hätten gerne... Kampf, Schusswaffen. Letzter Versuch, gelungen. Sehr schön. Kampf, Stichwaffen, gelungen. Dann hätten wir noch gerne die ganzen Heilfertigkeiten. Wunden heilen, gelungen. Ist schon auf 13. Oh, das geht nur bis 12. Okay. Krankheiten heilen, auch sofort gelungen. Ja, dann ist ja richtig gut drauf. Nochmal gelungen, obwohl die Werte so hoch sind. Gift heilen. Ah, das ist der Sprung von 9 auf 10. Der ist ein wenig unpassend. Gelungen. Okay. Und nochmal gelungen. Sehr schön. Also haben wir jetzt Heilkunde Wunden 13, Krankheiten 12 und Gift 11. Das sind schon mal sehr gute Werte. Also ihre Attribute passen nicht ganz so zu den Talentwürfen, aber die Talente selber dürften es dann ausgleichen. Was haben wir noch? Kräuter suchen. Natur. Pflanzenkunde, misslungen. Pflanzenkunde, misslungen. Letzter Versuch, Pflanzenkunde, gelungen. Sehr schön. Können wir dann nochmal? Ja. Misslungen, misslungen. Misslungen. Na gut, die eine Steigerung reicht auch. So, wir haben nur noch 3 Punkte. Was wollten wir mit ihr noch steigern? Kampf haben wir, Körper. Schleichen könnten wir noch steigern. Schwimmen und klettern. Und musizieren wollte ich mit ihr noch. Wo war musizieren? Nicht unter Körper, oder? Nee, da war tanzen. Gesellschaft? Nein. Wissen? Nein. Irgendwie stelle ich mich gerade recht albern an. Ah, da, musizieren. Ein Punkt. Und das war's. So, Antimagie. Wir hätten gerne Beherrschung brechen. Wir hätten gerne Verwandlung beenden, auch wenn das nur der eine Punkt ist. Können wir da einmal steigern, richtig. Dann hätten wir noch gerne... Viel zu niedrig. Respondami bringen wir mal auf minus 5, damit wir es überhaupt sprechen können. Beherrschung sonst... Herr der Tiere hat Mürrem, Bambaldin hat sie hoch genug, Band und Fessel hat auch Mürrem. Und die anderen Sachen sind alle viel zu niedrig. Dämonologie hat sie gar nichts. Sie könnte Geister rufen auf minus 5 bringen, aber nee. Elemente sowieso nicht, Bewegung. Acceleratus war sehr niedrig, den sollten wir auf jeden Fall steigern. So, sehr schön. Und wir haben dann noch spurlos, trittlos, das wird aber auch Mürrem wesentlich besser können. Hier also auch nichts. Heilung, Balsam, den sollten wir auf jeden Fall erhöhen, weil da ist es immer sehr, sehr ärgerlich, wenn der Mann was linkt. Weil man ihn halt meistens im Kampf nur spricht, wenn man es unbedingt nötig hat. Und er ist auf 12, sehr schön. Was haben wir noch? Clarum Purum, also Entgiftung. Sollte sie auch so viel steigern, wie es geht. Und das war's dann auch erstmal. Illusion. Chamäleoni. Veränderung, Flimflam hat sie hoch genug, Silentium,
hier auch nichts. Verwandlung. Armantrutz hat sie schon sehr hoch, das ist gut. Adlerwolf und Hammerhai hat Mürrum schon sehr hoch, aber ich glaube, ich steigere es bei ihr auch nochmal ein wenig. So, Verständigung ist auch Talanas Spezialgebiet. Das heißt, wir können die letzten 6 Versuche jetzt in die Kampffertigkeiten stecken. Kampf, Blitzdefend. Ist zwar schon auf 8, aber kann nicht schaden, wenn man ein schwieriger Kampf kommt. Scharfes Auge, sicherer Stand. Benutzen wir auch nicht besonders häufig, weil ich halt so in Erinnerung habe, dass das nur 1-2 Punkte auf dem Attackewert gab, was nicht so viel ausmacht. Wir haben eh einen recht hohen Attackewert bei den Fernkampfwaffen. Aber schaden kann es nicht. Fulminictus hat sie schon recht hoch. Also machen wir nochmal scharfes Auge. Und der letzte Punkt geht auf Exposami-Kreatur. So, jetzt sind alle auf derselben Stufe, das ist schon mal sehr gut. Wir würden gerne nach Westen, dürfen wir aber nicht. Dann halt weiter nach Süden. Eine neue Strecke erkunden. Es wäre ganz schick, wenn wir jetzt wieder einen Besucher am Lagerfeuer hätten. Oh, wir können sie nach Westen. Also ja, ich hätte gerne einen Besucher am Lagerfeuer, weil die uns ja öfters Informationen über die Umgebung geben. Das wäre schon praktisch. So, wir sind in einem recht kargen Landstrich. Also können wir ruhig weiter marschieren. Hier wird uns niemand so leicht auflauern können. Und stimmt, wir wollten eigentlich Talana versorgen. Ups, da war was. Talent anwenden, Wunden heilen, Talana. 13 Lebenspunkte, sehr schön. Und noch ein Wirselkraut hinterher. Noch können wir uns das ja leisten. Also ja, wir hätten natürlich auch die Wirselkräuter verkaufen können, aber die sind doch viel zu praktisch. So, Gerogon ist nicht verletzt, Terik ist aber verletzt. Quellen ist inzwischen wieder in... Oh, warum hat Mürrum so viele Pfeile in der Hand? Das ist... Vor allem hat sie vom Bogen auf Pfeile gewechselt. Ist irgendwie... Hat Jalen das auch gemacht? Nein. Wir geben mal die anderen Pfeile wieder hier an Jalen. Nicht, dass Mürrum da wieder Unfug mit anstellt. So, Gewicht passt auch, weil sie die Körperkraft gerade gesteigert hat. Schön, schön. Zurück. Jalen ist noch ein wenig angeschlagen, aber es dürfte sie jetzt regenerieren. Das ist schon okay. Wir finden eine Yoruga-Wurzel. Und kein Zwischenfall. Sehr schön. Wir laufen aber in eine Ork-Patrouille. Computerkampf. Kampf berechnen, keine Magie. So, Mürrum wird schon wieder so stark angegriffen. Da muss wieder irgendwas schiefgelaufen sein. Weil eigentlich dürfte sie gar keinen Schaden bekommen. Außer beim Kampf berechnen kriegt der vorderste Charakter immer am meisten Schaden. Das wäre natürlich sehr ungünstig, weil Mürrum halt immer vorläuft in der Wildnis. Stopp. Wir wollen unsere Helden ansehen. Mürrum. Erstmal bekommst du jetzt ein Wirselkraut. So, und du bekommst eine Heilung von Jalen. Talent anwenden, Wunden heilen, Mürrum. Als nächstes überprüfen wir mal die Belastungspunkte, denn Gerogon ist schon ziemlich belastet. Terik kann noch mehr tragen. Mürrum ist auch überladen. Noch mehr zu Terik. Ah, Terik ist auch gleich an seiner Grenze. So, Mürrum kann wieder, Talana ist auch okay. Alle sind bei mindestens 5 Punkten. Sehr schön. Wir können weiter planen. Wir wollen eigentlich nach Westen. Na gut, bevor wir jetzt zu sehr hier in die Wildnis abgleiten. Oh, was ist das denn da für ein Punkt? Da ist ein brauner Punkt auf der Karte, kein roter. Oder ist das nur ein zu großer Pixel? Ja, ich bin zu neugierig. Den braunen Pixel gucken wir uns jetzt mal an. Eigentlich wollte ich gerade sagen, bevor wir jetzt zu weit im Süden in die Wildnis abdriften, sollten wir vielleicht erstmal hier die Strecken zwischendurch erkunden und dann vielleicht hier im Gebirge irgendwas finden. Aber vielleicht ist das hier irgendwas. Wir würden gerne nach Südosten zu der Herberge oder was auch immer das da ist und da mal ein wenig uns umhören. Wir marschieren weiter. Und schaffen es nicht bis zur Herberge. Schlafen? Jupp.
Keine Kräuter. Und schon wieder irgendwas. Es werden bloß Tiere gewesen sein. Sehr schön. Muss ja nicht sein, dass wir jede Nacht irgendwelche Überfälle haben. Wir wollen in die Herberge. Und wir würden gerne mit ihr sprechen. Haus Lowang? Ist ja ein komischer Name. Was ich weiß, soll ich euch nicht vorenthalten. Soll euch nicht vorenthalten bleiben. Also, lasst hören. Wir würden gerne etwas wissen über den Salamanderstein. Es waren schon einmal Fremde da, die mich danach gefragt haben. Und was hast du denen gesagt? Ich frage nochmal nach dem Salamanderstein. Nö. Na gut, denn vielleicht irgendetwas über Orks, die in einer Binge sind? In den Blutzingen gab es schon immer Orks. Aber es gehen Gerüchte um, dass sich dort ein zweites Heer sammelt, um die Schwarzpelztruppen am Svel zu unterstützen. Okay, Zwerge? Die Tjolmarer Zwerge sind Verräter. Aber es sind nicht alle Zwerge so. Hier in Arsing war das Zusammenleben immer friedlich und wir Zwerge sind von den Orks genauso geflohen wie die anderen. Die Tjolmarer Zwerge, das hatten wir ja schon mal. Da wurde Tirik mitten auf der Straße angemault. Aber sie hat auch anscheinend keine Details dazu. Oh, wir können direkt nach einer Zwergenbinge fragen. Das machen wir doch mal. Ihr sprecht sicher über die verlassene Mine Irem, oder? Ja? Ha. Also wir wissen jetzt, dass die Mine Irem heißt. Aber sie hat anscheinend keine Information darüber, wo sie ist, obwohl sie sie kennt. Svel-Sümpfe? So gefährlich ist es gar nicht, wie die Leute immer tun. Ich kannte mal einen, der war drin und ist lebend wieder rausgekommen. Allerdings hat er sich irgendein Fieber geholt oder sowas. Viel hat er jedenfalls nicht davon gehabt. 2 Wochen später war er tot. Also sind Sümpfe nicht gefährlich. Wenn manche lebend rauskommen, der Rest nicht. Und die lebend rauskommen, dann irgendwann später sterben. Das ist eine sehr, sehr gute Logik. Garesha, Tochter der Geller. Na gut, also Salamanderstein hat sie nix. Zwergenbinge weiß sie nur den Namen. Hat mich schon nach den Blutzinnen gefragt. Hübsche Berge, nicht wahr? Ich glaube nicht, dass es dort so viele Orks gibt, wie behauptet wird. Früher bin ich oft durch die Blutzinnen gereist, aber nur einmal bin ich dabei auf einen Orkhaufen gestoßen und den Götter sei Dank auch entkommen. Okay. Dann haben wir sie nach fast allem jetzt schon gefragt und wir wollen sie mal nicht weiter belästigen. Also Gesprächsende. Genau, wir haben schon genug geredet. Und wir würden gerne schlafen in Einzelzimmern für, sagen wir mal, 3 Nächte. Und vorher wird natürlich noch meditiert bei Talana. Achso, hier. Talana. Meditation. 15 Punkte. Schlafen. Ja. 1 Nacht. Es hat nicht wirklich viel gebracht. Also nochmal meditieren. 10. Und schlafen 2 Nächte. Sonst kommen wir nicht wieder auf die Lebenspunkte. Und ich will nicht unbedingt immer das Ganze mit Wisselkräutern oder Einbeeren hochpäppeln. Die werden wir noch später brauchen. So, wirklich viel besser sieht das immer noch nicht aus mit der Astralenergie. Das heißt, wir nehmen doch mal eine Suite. Das macht anscheinend viel mehr aus, als ich dachte. Und schlafen nochmal 3 Nächte. So, schlafen erstmal nur 1 Nacht. So, ja, die Werte sehen gleich wesentlich besser aus. Talana, Meditation 15. So, jetzt schlafen wir den Rest durch. 2 Nächte. So, Myrim ist fast voll. Yellen auch, Talana geht so. Oh doch, der Rest kam jetzt auch noch hinterher. Sehr schön. Dann gehen wir doch mal raus. Und verlassen den Ort. Routenplanung. Wir würden gerne Richtung dem braunen Pixel da. Wir wollen also nach Süden und die neue Strecke erkunden. Schon wieder eine Abzweigung. Wir würden gerne nach Südwesten, das ist genau richtig. Ihr findet einen kleinen Bach, in deren klarem Wasser sich einige Forellen tummeln. Wollt ihr eure Wasserflaschen füllen, angeln oder beides? Nur die Wasserflaschen füllen. Beim Angeln würde bestimmt irgendjemand, Tirik, ins Wasser fallen.
Und wir finden nochmal ein schönes Plätzchen am Flussufer, wo wir nochmal unsere Wasserflaschen füllen können. Wir marschieren mal weiter. So. Dasselbe wie immer. Jo. 4 Einbeeren, ein Wirselkraut. Sehr schön. Neue Abzweigung. Süden oder Westen. Ich glaube, ich gehe erstmal nach Süden, weil dann können wir auch gleichzeitig hier nach einer Binge Ausschau halten. Neue Strecke erkunden, richtig. Ja, es geht ganz schön weit nach Südosten. Oh, es geht nur noch weiter nach Südosten und nicht nach Westen. Das ist schade. Na gut. Hier marschieren wir ein wenig weiter. Und speichern jetzt erstmal wieder ab. Speichern. Neu. Ja. LP 029. Und bis gleich.